Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja schon ein paar vegane Kosmetikprodukte vorgestellt und heute geht es mal nur um Mascara. Da wurde ich jetzt auch schon sehr oft gefragt, wann dieses Video endlich kommt, weil es offenbar viele Menschen gibt, die keine passende vegane Mascara für sich finden. Und ich habe wirklich eine Menge Mascara, deswegen werde ich hier auch wieder mehrere Videos zu machen. Ich weise euch gerne nochmal darauf hin, dass größere Fotos von den Artikeln, die Fotos von den Bürsten und alles mögliche nochmal zusammengefasst auf meinem Blog auffindbar sind. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Als ersten würde ich euch gerne diesen hier zeigen. Das ist der Altera Naturkosmetik Lash Extension Mascara. Die spezielle Gummibürste verleiht ihren Wimpern extra Länge und Volumen. Ohne synthetische Konservierungsstoffe, Augen- und Kontaktlinsen, Verträglichkeit augenärztlich bestätigt und so weiter und so weiter. Und das ist die Farbe 01 Black, die ich hier habe. Und den habe ich mir eigentlich nur geholt, weil ich die Bürste so mega klasse finde. Das ist echt so eine Gummibürste. Und ich hatte früher mal eine Mascara, die auch genau die gleiche Bürste hatte und mit der war ich so mega zufrieden. Und dann ist die halt irgendwann aus dem Sortiment genommen worden und ja, seitdem, Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder. Da hat man einmal ein Produkt gefunden, was super klasse ist und dann schwuppdiwupp raus aus dem Sortiment. Aber naja, deswegen habe ich mir die eigentlich geholt. Ich habe die Mascara also angewendet und beim ersten Mal hatte ich direkt das Gefühl, dass gar kein Produkt wirklich auf die Wimpern gelangt, weil ich da keinen Unterschied feststellen konnte. Nach mehrmaligem Auftragen drüber gehen hat sich dann eine kleine Veränderung gezeigt. Allerdings einen wirklichen Effekt hatte das jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, ich habe schon relativ dunkle Wimpern, nur die Spitzen sind bei mir blond. Und wenn ich dann Mascara auftrage, dann werden diese blonden Spitzen halt erstmal sichtbar und dann sehen die Wimpern halt optisch verlängert aus, obwohl sie eigentlich genauso lang sind wie vorher. Und die Mascara hat genau das getan, nämlich nur diese Spitzen verlängert, aber da war keine wirkliche Verdichtung oder irgendwas zu sehen. Also das war ein relativ natürlicher Effekt. Ich finde aber, dass die Bürste überhaupt nicht für die unteren Wimpern geeignet ist, weil die Bürste viel zu dick ist. Und man kommt halt ständig hier unten an der Haut dran und dann schmiert man sich alles voll und das sieht halt wirklich unschön aus. Das Problem an Naturkosmetik-Mascaras ist ja eigentlich, also bei mir ist es zumindest immer so gewesen, dass die sehr lange brauchen, um zu trocknen. Die sind auch meistens flüssiger als andere Mascara. Und bei der war es halt auch so, die Wimpern haben eine Zeit lang gebraucht, um zu trocknen. Und während des Trockenvorgangs sind die dann so ineinander verklebt und das war nicht so schön. Die Mascara würde ich eigentlich nur Leuten empfehlen, die von Natur aus extrem helle Wimpern haben. Es gibt ja Menschen, die haben zum Beispiel ganz blonde Wimpern. Um die einfach einzufärben, da ist es gut. Aber wirklich verdichten und verlängern tut die wirklich nicht. Und von daher ist es eigentlich mehr so ein natürlicherer Effekt. Und für was anderes ist das meiner Meinung nach auch nicht wirklich geeignet. Die Haltbarkeit ist auch so lala. Also bei Naturkosmetik, wie gesagt, ist das ja immer so eine Sache. Aber nach einer Weile verschmiert das. Man hat hier unten da so kleine Punkte. Sie ist extrem wasserempfindlich. Und ich habe ja wirklich oft tränende Augen. Und dann verschmiert es sofort. Es ist also gar nicht geeignet eigentlich im Alltag, finde ich persönlich. Die Wimperntusche hat 3,49 Euro gekostet und ich würde sie ehrlich gesagt nicht weiterempfehlen. Als nächstes habe ich hier von Alverde die Eyecatcher Mascara, so sieht die aus. Und von der war ich ehrlich gesagt ziemlich erstaunt. Hier steht übrigens drauf, mit Extensionsfasern aus Hafer und spezieller Volumenbürste für optische Maxi-Wimpern. Bis jetzt bin ich von der Alverde-Mascara wirklich immer ein bisschen enttäuscht worden, muss ich sagen. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, bei Naturkosmetik ist es irgendwie, die halten immer nicht so gut, die sind flüssig, das verklebt, die haben keinen wirklichen Booster-Effekt, dass man sagt so, wow, Wimpern. Also ich mag es bei mir persönlich am liebsten, wenn die so richtig künstlich aussehen, so richtig extrem verlängert, extrem verdichtet, wie halt Fake Lashes. Und das Problem ist auch noch, das ist mir jetzt bei P2 und Alverde auch mal vor allem aufgefallen, dass die wenigsten Mascara davon wirklich vegan sind, weil die meisten halt einfach Bienenwachs enthalten. Und deswegen ist es ohnehin in der Drogerie schwer. Ich fand die Bürste sehr, sehr interessant und als ich das erste Mal damit meine Wimpern getuscht habe, war es auch wirklich gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann geht es eigentlich sogar sehr super. Ich finde halt nur, dass man beim Auftragen vorsichtig sein sollte, dass man nicht zu viel Mascara aufträgt. In den Zwischenräumen der Bürste lagert sich leider sehr viel Mascara an und wenn man dann zu oft übereinander tuscht oder zu tief in die Wimpern reingeht, quasi, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dann kommt halt viel zu viel Produkt auf die Wimpern und es verklebt einfach. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn man es wirklich vorsichtig und sparsam aufträgt, dann hat man sehr, sehr schöne, natürlich verlängerte und verdichtete Wimpern. Ich finde, dass das ein super Effekt ist. Es sieht immer noch relativ natürlich aus, aber doch schon gut geboostet. Also die Wimpern sind schon verlängert, verdichtet, es verklebt nicht. Es sei denn, man trägt, wie gesagt, zu viel von dem Produkt auf, dann ist man natürlich selber schuld. Aber ansonsten hat man echt ein super schönes Ergebnis. Die Haltbarkeit ist auch ganz gut. Wie gesagt, es ist halt Naturkosmetik, da ist es immer so eine Sache. Aber für Naturkosmetikverhältnisse fand ich den echt richtig gut. Also im ganz normalen Alltag hält er eigentlich so ganz gut. Bröckelt nicht, schmiert nicht. Und die Wimperntusche hat 3,95 Euro gekostet, fand ich insgesamt für Drogerie, besonders für Naturkosmetikverhältnisse, sogar richtig, richtig gut.
Also wenn jemand eine gute Naturkosmetik-Wimperntusche sucht, dann kann ich die echt empfehlen. Das ist übrigens die Farbe 10 Black, die ich hier habe. Also ich habe meistens schwarze Mascara. Dann habe ich auch mal welche von Rossmann, und zwar von Rival de Loup. Die Magic Volume Mascara für Volumen und dichtere Wimpern. Die habe ich einmal in 10 Black und 02 Dark Brown. Und da habe ich mir extra mal beide Varianten geholt, weil ich einfach mal gucken wollte, wie sieht das eigentlich aus so mit braunen Mascara? Gibt es da einen Unterschied? Oder ich hatte bisher wirklich noch nie eine braune Mascara, glaube ich. Deswegen hat mich das mal interessiert. Und weil die beide vegan waren, habe ich gesagt, ich hole mir einfach mal beide. Und dann kann ich halt immer so ein bisschen vergleichen und gucken und sehe dann auch mal den Farbunterschied und so weiter. Und die haben halt so eine typische, ja, Standardbürste wieder. Ist ganz okay. Beim Auftragen habe ich gemerkt, dass überall gleichmäßig Produkt verteilt wird. Es geht sehr schnell, sehr einfach. Das Ergebnis fand ich auch ganz okay. Es war eine schöne optische Verlängerung, eine schöne Verdichtung. Insgesamt immer noch ein natürlicher Effekt, finde ich. Die Haltbarkeit okay, es hat den ganzen Tag gehalten, es hat nichts gebröckelt, also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Die kosten 2,49 €. Nur ein kleines Manko, ich finde, dass man bei den Farben, also Dark Brown und Schwarz, nicht wirklich einen Unterschied gesehen hat. Also ich habe bei mir zumindest überhaupt keinen Unterschied gesehen. Also ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr da einen Unterschied seht. Also ich sehe da echt keinen Unterschied. Die kosten, wie gesagt, 2,49 €. Dann habe ich mir das gleiche Produkt nochmal als Waterproof geholt. Es ist genau die gleiche Bürste, genau die gleichen Eigenschaften, hält genauso gut aufzutragen. Ist halt das gleiche, nur halt als Waterproof. Und ich brauche halt einfach Waterproof, weil ich empfindliche Augen habe, die gerne mal tränen. Und dann hat man halt permanent Angst, dass irgendwas verschmiert und so. Und deswegen habe ich mir die mal geholt und ich habe die seitdem auch regelmäßig benutzt. Ist jetzt allerdings nicht so, dass ich sage, oh, die ist mega klasse, keine andere mehr, sondern die ist halt einfach gut. Aber die perfekte Mascara habe ich jetzt für mich noch nicht gefunden. Aber die ist ganz okay, die würde ich soweit auch echt jedem empfehlen, der auch Waterproof-Mascaras benutzen möchte. Das Problem ist halt einfach, dass die alle einen relativ natürlichen Effekt haben. Und wie gesagt, ich möchte halt diese Wow-Wimpern haben. Das ist halt immer dann ein bisschen schwierig. Deswegen mag ich auch Fake Lashes eigentlich lieber. Wenn ihr eventuell noch vegane Wimperntusche kennt, wo ihr denkt, ach, die könnten was für dich sein, die könntest du oder solltest du mal testen, dann könnt ihr die ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, ihr Lieben, dann war es das jetzt auch mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr dies noch nicht getan habt, dann könnt ihr euch jetzt noch meine beiden letzten Videos ansehen. Das war einmal das Aufgebraucht-Video zu den Kosmetiksachen, die ich aufgebraucht habe. Da sage ich euch mal top oder flop, wie waren die Produkte. Und mein veganes Food-Haul, mal wieder ein neues. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.